So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX legt ja heute ein mächtiges Tempo vor. Die gestrigen Branchen, die gestern noch enttäuscht haben, sind heute die Spitzenreiter. Allen voran eine Volkswagen, BMW, ja, und eine Daimler. Da wurde auch gestern noch im Video erzählt, dass da die Stops auf das letzte Verlaufstief bzw. auf das vor zwei Wochen auf jeden Fall halten muss. Da können wir gerade mal die BMW-Aktie, die wird ja vorgestellt mit der Kaufzone bei 70, jetzt hier 60 bzw. 70,70, als ich angenommen habe. Und der Gap Close fand eben bei 70,26 statt. An dem Tag ging es dann doch noch ein Stück weit runter. Hier hat sich dann gestern eine Doji-Kerze gebildet und mit dem heutigen Tag ist, glaube ich, BMW fast der Tagesgewinner. Eben auch ja, eine Volkswagen ist noch vorne, die kämpfen gerade um die Spitzenposition. Also hier ist jetzt wie man eben hier sieht, am 15. bzw. am 14. das war in der Nacht die Analyse, wo die Analyse veröffentlicht worden ist, ging es ja zum ersten Kursziel, dann sollte es eher seitlich gehen. Dieses lief halt dann steiler ab. Allerdings sollte dann jetzt hier trotzdem diese Bewegung eben nach oben fortgesetzt werden. Ja, minimal neues Hoch, dann wäre auch schon die Erholung womöglich schon zu Ende. Allerdings wäre es natürlich schöner, der wird hier an die 81,50 hochlaufen. Zum DAX-Bild gab es eben hier dann heute ein mächtiges Gap-Up über die Unterstützung-Widerstandszone und kann jetzt eben, wie auch schon hier wurde ja die Long-Position angegangen, wo ich eben vermutet habe, ja, bis 9,8. Die wurde aber allerdings jetzt hier unten verkauft. Unter anderem auch, weil wirklich die großen Werte im DAX eben nicht so toll aussahen. Ja. Die haben eben heute jetzt hier mit dem heutigen Tag eine komplette Trendwende halt hingelegen können. Und das Chartbild ist jetzt hier mit einem möglichen Gap-Close jetzt heute Vormittag, bevor die US-Öffnung stattfindet, wohl erstmal hier zu Ende. Der Wert würde dann bei 9,85 liegen. Dass heute hier das Gap Close, denke ich jetzt absolut nicht, ja, sondern ein neues Hoch bzw. wirklich ein Angriff auf die 9,620 beziehungsweise 9,640. Und über diesem Level von 9.690 könnte es in Richtung 9.860 gehen und im Idealfall rund 10.100. Aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik, aber es würde schon was auch dafür sprechen, dass einfach nochmal die 10.000er Marke dann angelaufen wird. Im Dow Jones gibt es eben auch zwei Marken. Die erste Marke wird wahrscheinlich heute noch angelaufen, die 16.860. Und dann eben sollte der DAX wirklich auch nochmal ein bisschen bullisches Eigenleben, beziehungsweise eben auch eine BMW und eine Daimler die Kursziele da oben abarbeiten. Dann hätte der DAX eben die Möglichkeit bis auf 10.000 zu steigen. Und dann würde der Dow sicherlich hier mit der 17.000er Marke kämpfen. Und wie man hier sieht, ist der wie oft hier abgeprallt. Und sollte er wirklich darüber gehen, wäre das echt eine Überraschung. Im ersten Anlauf denke ich mal nicht. Müssen sich aber die Muster eben mehr oder weniger entscheiden sich die Muster. Die Muster sind auf alle Fälle eben bullisch. Wie auch gestern erwähnt, eher short sollte man natürlich zurückhalten.
hier noch in, wo der Rainbow-Indikator zugeschaltet ist. Hier liegt eben dann der EMA 38 eben ja bei dem Gap Close. Deswegen auch höchstwahrscheinlich nicht unbedingt, dass es eben darüber geht heute oder per Schlusskurs nicht. Und dann wäre eben auch noch hier wie vorher eingezeichnet bei 9.820 würde dann auch hier die ehemalige Aufwärtstrendlinie warten. Sonst gibt es ja die Puma-Aktie, kann heute nicht ganz so gut zulegen. Hier sollte man eben auch den Stopp auf das letzte Tief legen, genauso eben wie bei der BMW-Aktie. Da dürfte auch nichts mehr oder sollte nichts mehr anbrennen dann. Man könnte ihn auch theoretisch fast auf Einstand setzen. Also da ist es, dürfte es keine Rolle spielen, hier auf dieses Gap Close bei der 70-Euro-Marke knapp darunter wäre im Prinzip sinnvoll. Aber eigentlich gibt es hier, sollte die Aktie jetzt nicht mehr unbedingt zur Schwäche neigen, weil sonst dürfte es hier ein neues Tief auch geben. Deswegen auch die Stoppanhebung ist hier definitiv sinnvoll. Bei den anderen Setups muss ich auch gleich sagen, hier bei Pfund gegen Yen wurde schon das Kursziel sowieso erreicht. Das andere Kursziel, ja, könnte eben hier heute eben auch noch erreicht werden, aber das soll jetzt jeder, ich war jetzt erstmal die Setups jetzt nicht weiter mehr verfolgen. Wer eingestiegen ist, sollte im Gewinn sein und muss natürlich dann jetzt auch selber die Position pflegen. Genauso wie hier das US-Dollar, kanadischer Dollar, lief fast jetzt an die Oberkante hin, der Kurs oder der Korrekturzone, der Zielzone. Und des Weiteren muss jeder selbst entscheiden, wann er auch Gewinne mitnimmt und wo er selber auch irgendwelche Kursziele sieht. Sonst bis auf ja, BMW, Puma und noch die Morphosis läuft dann aktuell kein Setup. Alle sind jetzt hier in die Gewinnzone dann gekommen. Und eben auch bei Silber und Gold, hier werden erstmal die Limits gestrichen, genauso wie auch das Short Limit im DAX, das fällt auch weg. Und wie auch gestern im Video, die Woche lief dann nicht super und man will sich, oder ich nehme jetzt kaum mehr dann Positionen mit ins Wochenende. Was sicherlich interessant ist, ist das australische Dollar gegen US-Dollar. Hier ist jetzt erneut abgeprallt, hier könnte man jetzt wirklich auf einen Short vielleicht spekulieren. Ich werde es vielleicht nachher auch noch vorstellen. Ich warte hier noch ein bisschen ab. Aber wie man eben hier sieht, das Setup ist schon, beziehungsweise die Linien bestehen schon lange und sind jetzt wirklich hier zweimal in dem EMA 200 abgeprallt auch, beziehungsweise hier eben auch liegt ja auch eine Dreieckslinie vor, eine kursbegrenzende Linie. Und wenn er natürlich da durchgeht, also auf Tagesschlussbasis, ist es definitiv eben für mich das Monsterkaufsignal. Ob es natürlich in einem Stück das Ziel erreicht wird, muss man natürlich sehen, aber definitiv sind ab dem Level keine Short-Positionen oder wären für mich nicht interessant. Jetzt schon, aber nicht über dem Level von 0,73. Wie gesagt, alle anderen Limits sind erstmal gestrichen und ich melde mich dann später nochmal wieder. Danke fürs Zuhören, bis dann.